Zufällige Zahl zwischen 1 und 7 ist 3. Zufällige Zahl zwischen 1 und 7 ist 3. Das heißt, mit dem dritten Kit müssen wir jetzt hier eine Skywars-Runde gewinnen. Und mein drittes Kit ist... Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf meinem Kanal. Ich habe heute etwas für euch vorbereitet. Und zwar die Siri-Challenge in Minecraft. Wir müssen jetzt hier erstmal ganz kurz zu Skywars gehen und dann erkläre ich euch das Ganze einmal vorweg. Und zwar geht es darum, ich habe leider noch nicht alle Kits in Skywars. Das heißt, wir müssen das gleich so spielen, dass ich Siri nur nach meiner Anzahl von Kits, die ich freigeschaltet habe, sollte ich hier demnächst mal auf dem Server den YouTuber-Rang bekommen, dann werde ich das Ganze natürlich mit allen Kits machen. Insgesamt habe ich 7 Stück. Das heißt, ich werde Siri gleich nach einer Zahl zwischen 1 und 7 fragen. Schon mal vorweg, wenn euch die Challenge-Idee gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Ich würde sagen, wenn diese Siri-Challenge 1000 Daumen nach oben kriegt, dann wird es das Ganze nochmal demnächst geben. Ich habe mega Bock auf diese Challenge und ich will einfach mal sagen, wir gehen hier einmal ganz kurz aus dem Shader raus, suchen uns eine Runde und fangen direkt an. Hey Siri! Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 7. Zufällige Zahl zwischen 1 und 7 ist 3. Zufällige Zahl zwischen 1 und 7 ist 3. Das heißt, mit dem dritten Kit müssen wir jetzt hier eine Skywars-Runde gewinnen. Und mein drittes Kit ist das Tank-Kit. Okay, ich hoffe mal, die Runde wird jetzt hier voll. Es sind ein paar Leute drin. Ich bin jetzt hier gerade auch in der Freistunde und nehme das Ganze auf. Deswegen würde ich sagen, die 40 Sekunden skippen wir mal eben. Und sehen uns dann gleich in der Runde. So, wir sind jetzt hier in der Skywars-Runde drin. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade in der Freistunde. Es ist jetzt gerade 10.32 Uhr. Heute erster Schultag. Nach den Winterferien. Oder eher gesagt nach den Weihnachtsferien. Winterferien nennt man, glaube ich, auch die. In den anderen Bundesländern sind, glaube ich, die Winterferien die, die man nach dem Zeugnis bekommt. Also nach dem Halbjahreszeugnis. Deswegen will ich hier nichts Falsches erzählen, aber ich habe leider, ich hatte relativ lange Weihnachtsferien und dafür halt nicht so lange jetzt, beziehungsweise gar keine Winterferien. Also wir haben 2 Tage frei, meine ich, und danach geht's auch schon wieder in die Schule. Ich habe hier natürlich, ihr wisst es, ich habe ja die Skywars Challenge, nee, nicht die Skywars Challenge, die Siri Challenge habe ich schon öfter mal in Clash Royale gebracht und ich bin jetzt einfach durch den Lenny Games draufgekommen, dass man das Ganze ja auch hier mal in Skywars machen kann. Und ich muss sagen, wir sind jetzt hier schon mal ordentlich ausgerüstet. Wir haben jetzt hier auch einen Nachbarn, Baumrot LP. Zu dem werden wir direkt mal ganz kurz rübergehen. Na, willst du abhauen oder bleibst du auf deiner Insel? Ich bin jetzt auch noch gar nicht eingespielt, das ist meine allererste Runde. Ist wie gesagt gerade früh am Morgen, ich bin gerade aus der Schule gekommen. Deswegen, ich glaube, der baut sich da gerade irgendwie rüber. Ich hoffe mal, wir können ihn runterkicken. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. So, ich nehme mal Blöcke unten rein. Und dann gehen wir dem mal hinterher. Nee, was willst du, mein Lieber? Ah, er erwischt mich da nochmal. Ich baue mich aber trotzdem nochmal ganz kurz hoch. So. Oh, das war nicht so kompetent. Tschüss, da haben wir ihn. War nicht so schlau von ihm, hier reinzuspringen. Er hätte zwar in meinem Cockpit landen können, aber wir haben ihn jetzt dadurch noch bekommen. Aber ich habe mich hier ein bisschen inkompetent angestellt. Habe ich einen Kompost? Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal zu der nächsten Base gehen. Und hier einfach mal gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Dias sind. Dann können wir uns noch hier eine Diabrust machen. Das wäre auf jeden Fall ganz stark. Vielleicht ist hier noch ein Kompost drin. Nee, hier ist noch ein bisschen Essen und nehmen uns auch nochmal mit. Und dann bauen wir nochmal gerade die Dias ab und machen uns nochmal eine schniekige Dia-Brust. Ich glaube, da drüben ist der nächste Gegner. Aber wir holen uns hier erstmal ganz kurz die lieben Dias. So, eine Dia-Brust schaffen wir und wir können uns sogar auch noch eine Dia-Hose machen. Das sieht doch hier ganz wundervoll aus. So, und ich meine, da drüben habe ich gerade einen gesehen. Genau dort ist einer. Und den werden wir uns jetzt mal eben hier snacken. Ich denke mal, wir werden jetzt hier ein paar Runden spielen. Je nachdem, ich muss ja auch langsam dann wieder los. Aber ich hoffe mal, ich kriege hier ein paar Runden hin. Vielleicht gewinnen wir ja auch hier direkt die erste. Wäre auf jeden Fall ganz nice.
So, der ist da jetzt gerade unten. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Sieht nicht danach aus. Und den haben wir. Alter, ich wäre hier in diese Lücke gefallen. Das wäre RIP gewesen. Aber man muss auch ein bisschen Glück haben, Leute. Man muss ein bisschen Glück haben. Und den haben wir auch an der Stelle bekommen. So, ich würde mal vermuten, in die Richtung ist auch einer. Oder da ist einer hinter mir. Den habe ich gerade ganz spontan gesehen. So, da oben ist der. Vielleicht kommt der sogar runter. Roger LP. Hi, Roger LP. Alter, der ist full dir enchanted. Ob wir den bekommen werden, ob wir den bekommen werden. Und da oben ist noch einer. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich baue mich erstmal ganz kurz ein bisschen ein. Ist jetzt zwar ein kleiner Pussy-Move, aber ich will erstmal, dass die beiden gegeneinander spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nee, der läuft weiter. Ich will mal gerade hier rausgucken. So, sehe ich den? Nee, ich sehe die jetzt gerade nicht. Ich will mal ganz kurz hier rausgucken. Da oben ist der. Vielleicht können wir den hier ganz sneaky von hinten überraschen. Wie gesagt, die kämpfen jetzt beide gegeneinander. Komm, schon einer soll hier zu mir fallen. Dann mach ich die weg. Komm, ich baue mich da jetzt hoch. Und kick hier ein runter. Oder kriegen wir den? Ja, wir haben ihn. Oh Gott. Aber der andere ist noch da. Holy crap, sieht der mich? Ach du Scheiße. Wir müssen hier weg. Nein, ich bin noch in einem Cobweb drin. Oh Kacke. Wir müssen hier schnellstens weg. So, wir gehen einmal ganz kurz hoch. Und da vorne ist der. Aber der ist auch wieder um einiges besser equipped als ich. Vielleicht kann ich den runterkicken. Ich kann mir auch mal ganz kurz hier eine Angel machen. Oh. Ach, da ist er. Okay, er ist unter mir. Ich mache mir mal hier ganz, ganz schnell eine Angel. Und natürlich fehlen mir jetzt hier gerade Sticks in dem Moment. So, das wird knapp. So, Angel ist da. Blöcke. Und wo bist du? Oh, holy shit. Ja, wir haben ihn einmal hitten können. Nee, den kriegen wir nicht. Ein Herz. Oh, GG an der Stelle. So, ich bin jetzt hier nochmal auf einer zweiten Map. Und zwar auf der Map Skyland. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Weil, die Map noch nicht voll genug. Ich will euch gerade mal zeigen, welche Kits ich denn überhaupt habe. Ich habe das Starter-Kit, dann habe ich das Zauberer-Kit, Tank-Kit, Assassine-Kit, Miner, dann habe ich noch Knüppel, Enderman und von den hier unten habe ich gar keine. Ich glaube, ich habe noch 100.000 Coins sowieso, aber ich will mir erstmal keine weiteren Kits kaufen, da ich mit den anderen sowieso nicht spielen würde. Und wir müssen jetzt erstmal Siri fragen. Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 5. Und welches Kit ist das fünfte Kit? So, das ist mein sechstes Kit. Mein siebtes Kit. 6, 5. Das heißt, wir müssen mit dem Miner-Kit spielen. Okay, Miner ist ausgewählt. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde Skyland. So, da sind wir auch schon in der Runde drin. Und ich hoffe mal, ich kriege gute Rüstung. Wir haben hier schon mal... Ja, auf jeden Fall... Ordentliche Rüstung für den Beginn. Wir können hier natürlich auch gleich noch die Dias abbauen. Wir haben hier eine Dia-Brust. What the hell? Das ist doch schon mal ganz stark. Und dann nehme ich mal den Stuff runter. Natürlich hier auch nochmal eben kurz die Level reinballern. Und dann... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dann bauen wir gar... Oh, Scheiße! Das ist mir jetzt nicht passiert. So, okay, die zweite Runde hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Das heißt, wir werden jetzt Siri nochmal nach einer zufälligen Zahl fragen. Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 7. Das ist 5. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal, meine ich sogar, mit dem Miner-Kit spielen. Genau, wir müssen jetzt hier nochmal auf der Map Castle mit dem Miner-Kit spielen. Bin mal gespannt. Letzte Runde hat uns das Miner-Kit nicht so viel Glück gebracht. Wir werden es sehen. So, da sind wir jetzt auch schon in unserer vermutlich letzten Runde. Und wir haben eine Enderperle. Das ist doch schon mal
Ganz nice. So, dann ziehen wir mal eben kurz die Rüstung an und gucken nochmal hier unten. Und dann fange ich auch schon mal direkt an, hier die Dias abzubauen. Also Rüstung, muss ich sagen, haben wir ganz gut dabei. Und ich muss gucken, die Spitzhacke, ihr merkt es schon, das ist eine ganz wilde. Wir dürfen hier nicht zu schnell abbauen, sonst... Oh! Nächstes Loch, Leute. Was ist das? Das Miner-Kit, das bringt mir nur Glück. Die wollten gerade schon wieder, dass ich durch ein Loch hier runterfalle. Aber mit mir nicht, mit mir nicht. Ich habe das vorausgesehen. So, jetzt werden wir uns mal ganz kurz eben hier eine bessere Chest machen. Und dann sollte der Hase auf jeden Fall laufen. So, zack. Oh, meine Chest, die will ich natürlich wieder anziehen. So, Helm ziehen wir jetzt mal aus, obwohl der eigentlich ganz gut war. Aber ein Dia-Helm ist da doch nochmal einiges besser. Jetzt machen wir uns da gerade mal nochmal ein Dia-Schwert. Und da muss ich sagen, für den Anfang sind wir doch mal ganz gut equipped. So, hier auf jeden Fall meine Heilungstränke will ich hier nochmal runter haben. Und jetzt habe ich das Ganze verkackt. So, ich ziehe ihn nochmal so runter. Und den Stuff hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und dann gucken wir direkt mal, dass wir zu einem Nachbarn rüberkommen. Ach, da ist er schon. Hi, mein Lieber. Dich werden wir auf jeden Fall mal ein wenig angreifen. Beziehungsweise wir gehen hier einfach mal rüber. Und, okay, wir nehmen hier Cobweb. Und wenn er hier rüberkommt, dann baue ich den Weg unter ihm ab. Ah, hat nicht ganz so gut geklappt. Aber jetzt gehen wir hier rein, jetzt gehen wir hier rein. Und, oh, da hat er sich nochmal gerettet. Aber da sollten wir ihn eigentlich bekommen. So, da ist er down. Und wir haben jetzt hier sein Stuff bekommen. Jetzt muss ich mal gerade was essen. Und der hat das Verzauberungskit, sehe ich gerade. Wir haben sogar hier 5 Level. Und dann würde ich sagen, verzaubern wir doch mal ganz direkt hier auf Schärfe Rückstoß. Alter, 14 Level haben wir hier an der Stelle. Okay, das ist krass, das ist krass. So, ich würde sagen, einmal zack, Rückstoß. Und dann bauen wir den Tisch doch mal direkt wieder ab. So, und da muss ich sagen, ja, wir können auch unsere Diabus gleich verzaubern, sehe ich gerade. Aber so vom Ding her sind wir hier echt sehr gut dabei. So, den Crab verbrenne ich nochmal. Und da sehe ich den nächsten Gegner. Und, ja, okay. Geh da halt rüber, ist mir egal. Ja, genau, das habe ich doch gewusst, dass wir die hier bekommen. Und noch mehr Erfahrungsfläschchen, die werden wir uns auch nochmal ganz kurz holen. So, ein Goldapfel hatte die auch noch. Ist doch ganz cool. So, Wassereimer brauchen wir gar nicht so viele. Eine Eisenhacke. Okay, wir nehmen ja erstmal kurz die Enchantment-Fläschchen. Und Cobweb wieder runter. Zack, zack. So, Steine. Holz brauchen wir nicht so viel. Und den Müll können wir dann auch wieder verbrennen. Okay, die Runde sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Und jetzt will ich mal gerade hier eben meine Dia-Brust entscharren. Einmal kurz auf Schutz. Und dann bauen wir auch den Tisch direkt wieder ab. So, sehr schön. Das läuft doch alles. So, jetzt müssen wir nur gerade mal gucken, wo hier der nächste Gegner ist. Angeblich genau vor uns in der Richtung hier. Dann gehen wir doch da erstmal hin. So, ich sehe gerade, ich habe hier gerade nochmal auf der Base ein bisschen Dias abgebaut, dass wir uns hier noch sogar Dia-Schuhe machen können. Leute, wir sind hier richtig bling-bling equipped. Die verzaubern wir nochmal ganz kurz. Haben hier sogar Schutz drauf. Und, ja, ich höre hier, glaube ich, da hat sich gerade jemand gebaut, oder? Bin ich jetzt... Ne, in der Richtung ist angeblich der nächste Gegner. So, unseren Table nehmen wir hier gerade nochmal mit. Und ist der in der Mitte? Ne, angeblich ist der nächste Gegner in die Richtung. Es leben auch nur noch 4 Leute. Das heißt, wir gehen hier einmal ganz kurz dezent rüber und suchen uns hier den nächsten Gegner. Schreibt sogar einer gerade GG. Wahrscheinlich ist er irgendwie runtergefallen. Oder hat einen Kampf verloren. Und ich weiß gerade gar nicht, wenn wir ein zweites Schwert verzaubern. Ich will gerade mal gucken. Ich glaube, wir können da sogar nochmal Rückstoß drauf bekommen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir machen das einfach mal. Nemesis der Gliederfüßer. Ah, nee. Haben wir leider doch nicht das Glück. Ich dachte eigentlich gerade, auf die zweite Verzauberung kriegt man immer Rückstoß. Aber da hatte ich dann doch wohl was anderes im Kopf. Unsere richtige Spitzhacke ist ausgerüstet. Das heißt, ich hoffe mal, sie wird uns zum Win führen. So, wir gehen immer noch in die richtige Richtung. Aber ich habe das Gefühl, die hauen hier von mir ab, Leute. Ich habe das Gefühl, die hauen hier von mir ab. Und wir gehen da jetzt erstmal hin. Ganz dezent. So, den Goldapfel nehme ich hier nochmal runter. Oh, da fällt einer.
Tschüss. Das heißt, wir sind jetzt hier nur noch zu zweit. Und mal sehen, ob wir den letzten Gegner hier bekommen können. Hier ist so ein bisschen Koppe am Start. Wir gehen ja mal kurz runter. Zack. Okay, MLG verkackt, aber es ist egal. Und da vorne ist der letzte Gegner. So, wir nehmen den Goldapfel rein. Wir geben ihm hier die Kombo und wir haben gewonnen. Okay, GG, würde ich sagen. Das heißt, wir haben doch hier ordentlich hier doch noch mal eine Runde mit dem Miner-Kit gewonnen, Leute. Dann hoffe ich einfach mal, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Checkt die Videos aus der Endcard aus. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao.